Der Hintergrund ist der, dass normalerweise man für Inhalte, die durch ein Internetnetz geleitet werden, ja nur dann irgendwie haftbar oder verantwortlich gemacht werden kann, wenn man davon irgendwas weiß. Also wenn man selber ein Betreiber eines Internetzugangs ist und jemand anders lädt sich da irgendwelche Dateien runter, dann sollte man eigentlich, so ist die landläufige Meinung, dafür ohne eigene Kenntnis nicht haften. In der Vergangenheit war es aber leider so, dass wenn man einen Internetzugang bereitgestellt hat, man unter gewissen Voraussetzungen doch irgendwie haftbar gemacht worden ist, wenn jemand anderes damit irgendwas angestellt hat. Das ist natürlich insofern schädlich für jede Art und Weise, einen Internetzugang zu teilen. Jetzt hat die Bundesregierung, also insbesondere das Wirtschaftsministerium, einen Entwurf vorgelegt, wo sie das eigentlich klarstellen wollten, angeblich. Jetzt stellt sich aber heraus, dass eine ganze Reihe von Ausnahmen in diesen Entwurf reingeschrieben worden sind, unter denen man eben doch als Internetzugangsanbieter, als WLAN-Anbieter haftet. Nämlich dann, wenn man zum Beispiel keine Verschlüsselung einführt, wenn man nicht weiß, wer da gesurft hat. Man muss den vorher belehren darüber, dass er nichts Böses tun darf. Das sind alles so Punkte, die relativ unklar formuliert sind in diesem Gesetzentwurf und die deswegen noch eine ganze Reihe neuer Probleme bescheren. Es ist zu befürchten, dass gerade der Freifunk damit besondere Probleme bekommen wird, weil Freifunk ja davon lebt, dass der Zugang zu ihm offen ist, dass man sich nirgendwo registrieren muss, dass man einfach überall hingehen kann und dort ein freies und offenes WLAN vorfindet. Das ist technisch jetzt gar nicht mehr machbar, ne? Weil ein Freifunk praktisch verpflichtet wäre, jetzt die Namen aller seiner Benutzer zu kennen und man müsste sich sozusagen einloggen und registrieren. Das stellt natürlich die Freifunk-Idee völlig auf den Kopf. Die einzige vernünftige Lösung unseres Erachtens nach ist, dass man WLAN-Anbieter genauso behandelt wie alle anderen Internetzugangsprovider auch, nämlich dass sie von vornherein nicht automatisch haften, sondern erst dann, wenn sie tatsächlich Kenntnis von Rechtsverstößen haben. Also diese ganze Auferlegung von Pflichten im Vorfeld, die kann sowieso nicht wirklich verhindern, dass möglicherweise Missbrauch betrieben wird, aber sie diskriminiert eben alle anderen.